Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Heute wird mal wieder was ausgepackt. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern irgendwer. Wir haben hier ein wunderschönes Charaktermodell, und zwar Fafnir Ran. Das ist ein Captain der Imperial Fists und eines der ersten Modelle, die man aus der Serie der Horus Heresie erhalten kann. Wunderschönes Modell. Sein Markenzeichen sind die zwei Äxte. Was sehen wir auf der Rückseite? Das Modell selber. Und hier auf der Seite gibt es von Games Workshop wieder so einen Farbvorschlag. Und es ist nur ein kleiner Teil von den Farben, die hier verwendet wurden. Ist aber so der Hauptgelbton, Schwarz, Silber. Ja, das ist so die Vorgabe, der Style, wie der gute Fafnir bemalt werden soll. Zum Fluff vielleicht, während ich das Ganze öffne. Der ein oder andere hat es mit Sicherheit in den Romanen gelesen. Der gute Fafnir ist von Rogal Dorn persönlich instruiert worden, beziehungsweise nicht persönlich, er war ein Teil der Flotte, die nach Istvaan 5 geschickt wurden und dann im Fallsystem gestrandet sind. Später, wo er dann zurückgekehrt ist, ist er tatsächlich im Sol-System mit Sigismund zur Befestigung mit befehligt worden. Ja, das war so. Das sind so zwei markante Punkte aus seinem Werdegang. Unfassbar geiles Modell. Ich bin mega gespannt, den zu bauen. Gucken wir doch erstmal, was hier denn nun drin ist. Möglicherweise gibt es auch Optionen, wie man den noch alternativ bauen kann. So, wer zu blöd ist, öffnet die Schachtel hier sorglos. Vielen Dank übrigens an Tobi vom Spielbrett, der das ermöglicht hat. Der hat mir nämlich noch einen bestellt und dadurch habe ich noch einen halten. Die waren nämlich ausverkauft. Okay, also, was haben wir da? Fafnir Ran steht auf einer ganz schön kleinen Base. Ich bin gerade etwas überrascht. Normalerweise haben Charaktermodelle ja eine 40 mm Base. Die hier sieht tatsächlich etwas kleiner aus. Nur mal kurz zum Vergleich. Das ist eine 32 mm Base. Das hier ist quasi ein ganz normaler Chaos-Legionär. Und er steht tatsächlich nur auf einer 32 mm Base. Als Vergleich dazu, hier das Modell des Chaos-Hexers. 40 zu 32. Naja, dann bin ich mal gespannt, wie das denn gleich wirkt, ob das nur so ein kleines Männchen ist. Gut, Aufbauanleitung. Keine Überraschung. Die wirkt so, als wäre die noch im alten Style. Also so nicht die farbigen Schemata, die man quasi jetzt auch gewohnt ist aus dem Imperium-Magazin als Beispiel. Ja. Grundsätzlich sieht alles sehr vorbestimmt aus. Ich sehe hier irgendwie keine Optionen, die irgendwie möglich sind. Aber schauen wir mal. Wie auch immer. Beim Bemalen und Zusammenbauen bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze gestalten werde. Aber wir werden sehen. Ich denke, einen Großteil kann man zusammenbauen. Aber einen Teil muss man ablassen. Als Beispiel hier, wenn man das Schild betrachtet, hier sind ja diese ganzen, auch wenn man sie dann nicht wirklich sieht, aber diese kleinen Gurte und diese Bereiche, wenn man das dann alles schon verklebt. Ja, das wäre ein bisschen schwierig, würde ich fast mal sagen. Ja, schauen wir mal. Aber grundsätzlich ein geiles Modell. Im Horus Heresy-Style. Ich glaube, zur Qualität, da braucht man nichts sagen. Was mir persönlich immer extrem gut gefällt und was ich schade finde, dass sie so unfassbar teuer sind, sind diese ausgearbeiteten Schulterpanzer. Mit dem Legionssymbol, die siebte Legion. Wunderbar, gefällt mir richtig, richtig gut. Oder auch hier auf diesem Teil des Rückenmoduls. Das sehen wir ja quasi hier einmal. Das ist dieses Teil des Rückenmoduls. Ich finde es auch schade. Oder ich weiß gerade gar nicht, ob man den Helm. Nee, kann man nicht. Da hat man keine Wahl. Das würde mich tatsächlich mal gerade interessieren. Man muss den mit seinem Kopf bauen. Man hat keine Alternative.
Tja, jetzt finde ich den Kopf noch nicht mal. Verrückt. Ja, der wird dann da halt einfach irgendwie so mit draufgesetzt. Ja, okay, man kann. Ach so, hier ist noch als Beispiel so ein Schlauch. Ach hier, ja, guck mal. Wer zum Lesen zu blöd ist, ne? Hier ist quasi noch der Kopf, dass der aufgesetzt wird. Kein Alternativkopf, kein Helm, kein sonst was. Könnte man sich natürlich aus anderen Bitsätzen raussuchen, wenn man das unbedingt möchte. Aber ich glaube, der ist so markant, der soll so bleiben. Und hier noch ein, ja, Kabel, Schlauch. Da schauen wir doch mal, ob wir dazu gerade mal was auf der Rückseite finden. Ja, jein. Also hier haben sie natürlich, das ist auch eines der Dinge, die auf der Schachtel immer so ein bisschen markant sind. Durch die Standbilder kriegt man manche Einblicke des Modells nicht. Hier sieht man es so ein bisschen. Ansonsten muss man bei GW den 360-Grad-Turn einmal anmachen. Falls ihr das nicht kennt, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Ihr öffnet einfach den Browser eures Vertrauens, um auf die Games Workshop Homepage zu kommen. Dann sucht ihr euch das Modell aus, was ihr gerne haben möchtet, drückt auf den Pfeil nach rechts und da gibt es die 360-Grad-Ansicht. Und so könnt ihr das komplette Modell einsehen. Total super. 360-Grad-Turn. Sehr interessant, da kann man auch alle Ecken betrachten. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, ich baue das Modell einfach mal. Dann schauen wir doch mal. Ja, gehen wir es mal an. Legen wir mal die Anleitung hin und dann auf geht's. Wir benötigen den Gussrahmen, ein Messer, eine Kneifzange und vernünftigen Kleber. Vernünftig sage ich deswegen, ja, wer kennt es nicht, den Zitadellkleber ausprobiert, nicht für gut befunden. Und ich kann immer nur wieder sagen, Tamiya Zement ist der Kleber meines Vertrauens, den ihr übrigens wunderbar bei PK Pro erhaltet. Also gucken wir mal rein, was brauchen wir jetzt? Als erstes Teil 1 und Teil 2 miteinander verkleben. Also an der Stelle sei auch gesagt, es ist kein Easy-to-Build-Satz. Man muss hier tatsächlich noch kleben, und zwar alle Bauteile. Oder zumindest macht das gerade erstmal so den Eindruck, als müsste man alle kleben. Wir haben zwei Beine. So, hier kommt jetzt wieder ein Punkt. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Versuchen wir es mal. Und zwar hier diese Kanten, diese auf Englisch heißen die Mold Lines, wo die beiden Formen des Werkzeugs von den Kunststoffprodukten zusammenfahren und wo das hier quasi so ein bisschen diese Linie ist. Das ist quasi so ein Produktionsding, was sich nicht vermeiden lässt. Und sowas sieht natürlich immer nicht gut aus auf den Modellen. Wenn ihr die schön haben wollt, solltet ihr versuchen, genau diese Linien, die überstehen, vorsichtig wegzuschmirgeln, wegzukratzen. Und die hat man quasi jetzt auf beiden Seiten. Ups, falsches Bein. Ja, nobody's perfect, ne? Aber passt. So, das heißt, wir haben jetzt erst einmal unseren Oberkörper mit den Beinen, also die Rückseite. So, gucken wir mal weiter. Aber die Rüstung, also das muss ich sagen, das sieht alles schon ziemlich, ziemlich cool aus, ziemlich stylisch, das gefällt mir. Patafix ist ein super Zeug, was ihr genau für solche Bedarfsfälle verwenden könnt. Was ist das? Das ist so Klebezeug, damit kann man Poster an die Wände kleben oder ja, was auch immer, also alles so zusammenkleben. Ich glaube, diese Postergeschichte war so der Ursprungsgedanke. Wenn ihr jetzt ein Bauteil habt, wo ihr euch nicht sicher seid, sucht ihr euch einfach den Bereich, den ihr ankleben wollt, beziehungsweise wo er angeklebt wird. In dem Fall würde ich jetzt einfach mal, das wird wahrscheinlich etwas viel sein, aber egal, dass man einfach ein bisschen Zeug da reinklebt. Da muss ja auch nicht viel sein. Und dann kann man das einmal andrücken. Und jetzt ist das Teil fest. Das ist besonders empfehlenswert, wenn ihr irgendwas ansprühen wollt. Aber wie in dem Fall als Beispiel, ihr wollt diesen Lindenschutz da, dieses Zeug, was da runter baumelt, wollt ihr noch von der anderen Seite vernünftig bemalen, weil ihr Non-Metallic Metal oder was auch immer bemalen wollt. Dann ist das eine gute Möglichkeit, weil ihr so einfach das Ganze wieder abziehen könnt, ohne Probleme. Ihr müsst nur beim Grundieren oder Sprühen, was auch immer, dann aufpassen,
dass ihr nicht irgendwelche Bereiche dann mit der Knete oder mit dem Puttafix-Zeug abdeckt, sodass das dann nicht besprüht wird. Dafür könnt ihr das natürlich auch nehmen. Wobei ich da eher das Maskierungsputty empfehle. So, und an der Stelle streiten sich jetzt die Gelehrten darüber. Rückmodul dran oder ab. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber vielleicht könnt ihr es mal unter die Kommentare schreiben. Wie macht ihr das? Wer von euch klebt das Rückmodul gleich an? Oder wer nutzt irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Puttafix? Oder habt ihr noch ganz andere Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe? Ihr könnt es einfach mal in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir schon in so ein Segment, wo ich noch überlege, das mit Milliput zu schließen oder nicht, weil die Rückenmodule aneinander sind und man jetzt hier einen Spalt sieht. Das gefällt mir persönlich nicht wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das bei so einem Modell mal benutzen muss, als nur im Modellbau. Das ist natürlich eine Pinzette. Ja, sieht aus, als wenn das genau so sein soll. So, Freunde, hier ist das Ergebnis. Das ist Fafnir Ren. Bisschen klein der Bursche, 32mm Base. Also hier nochmal unser Vergleich. Fafnir Ren, Chaos Marine. Recht gleich. Chaos Hexer. Also von der Größe her sind die recht ähnlich. Wenn nicht sogar gleich. Aber tatsächlich hätte ich mir doch eine größere Base gewünscht. Warum auch immer. Aber gut, das wird sich ja dann alles im Spiel zeigen. Gut, schlecht, ja, nein, vielleicht. In dem Fall habe ich jetzt auch wieder das Puttafix genommen, um das Schild einmal anzubringen, damit ihr, wie gesagt, seht, wie das fertige Modell aussieht. Und dann bin ich gespannt, wenn die Farben von PK Pro kommen und ich dann das gute Stück hier endlich bemalen kann, dem ganzen Leben einhauchen kann. Das war's von mir, von Fafnir Ren. Und weiter geht's mit dem nächsten Video in Kürze. Bis dahin. Ciao.